Hallo und herzlich willkommen im Spinnenchaos. Keine Ahnung warum, aber die Spinnen wollen einfach nicht das, was ich will. Das heißt nämlich hier rein. Sie kriegen keinen Schaden, das finde ich echt blöd. Ich muss jetzt wieder was aufreißen, das heißt aber auch wieder... Wo ist denn hier? Ah, da. Dass die jetzt rauskommen werden und das gefällt mir natürlich nicht. So. Schon besser. Alter. Okay, ich bin tot. So, als nächstes werde ich mir unten Leitern bauen, deswegen habe ich noch so viele Stöcke da, um hochzubauen, um dann mir mit einem Weg zu kennzeichnen, wo ich zur Spinnenfarm komme. Da werde ich dann ein kleines Haus machen, wo man also einfach nur so ein kleines Holzhaus, wo du dann runtergehst, mir nicht. Hier jumpen wir runter, tun uns weh und dann geht's hier lang. Den Weg kenne ich ja jetzt schon auswendig. Eigentlich wollte ich nach Diamanten noch suchen, aber ich habe keine Eisenspitzhacke mehr. Das heißt, weil sonst hätten wir unser erstes schönes... Oh, hier unten ist ja Eisen. Und da ist eine Spinne. Gerne sterben möchte. Warum kann ich ihn nicht hitten? Hallo? Alle Spinnen kann ich hitten, aber die mich angreifen, kann ich nicht töten. Was ist das? Siehst du, was ich meine? Das ist doch jetzt nicht der Ernst. Ich kann die einfach... Nein, sorry. Aber die kann ich nicht killen, die Spinne. Ich weiß nicht warum. Und deswegen mache ich das jetzt so. Blödes Vieh. So, jetzt kann es ja auch wieder auf normal gehen. Aber eben, nee, danke. Wie gesagt, dann kann man hier schön die Spinnen-Items reintun. Und hier machen wir uns jetzt erstmal alle Stöcke rein. Das war's schon. Okay, aufhören. Noch ein bisschen, komm schon. Okay, das war's. Ich warte mal, wenn man... ...das hier noch ein... ...runterbaut. Wenn ich das jetzt mal dürfte. Und dann so. Das wäre doch viel leichter. Aber wie soll ich denn an die Items kommen? Da reinspringen kann ich ja nicht die ganze Zeit. Weil dann passiert, dass ich jetzt sterben werde. Doch nicht. Genau. Da
jetzt einen Pisten hin. Jetzt erstmal testen, so. Dann kann ich hier drauf fahren. Auf die Spinne. Die Items fallen da rein. Der Pisten wird jetzt erstmal angeschlossen. Indem ich... Ja, wo ist denn meine Schaufel da? Noch hier hoch. So, hopp, 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 hopp. So. Nein, Mann, was mache ich? So, da ist noch. So. Dann ging das doch so, ne? So. Jetzt habe ich 6 Hebel gemacht, ich Idiot. Aber so funktioniert es. So. Jetzt kann ich hier drauf rumhauen. Auf die Spinnen. Wenn hier welche hinkommen. Und dann hier kurz reinhuschen, die Items holen und wieder zu machen. So. Perfekt. So, das Schwert mache ich noch weg. Spinne hängt einfach. Warte, kommen die denn raus? Nö, ne? Aber. Hier könnten wir dann, sag ich mal, Cut machen. Und dann mal demnächst warten. Wenn wir mit dem Eisenschwert draufhauen. Das wird nämlich dann noch besser kommen. So. Dieses Schwert machen wir kaputt und dann bauen wir uns hoch. Und danach gehe ich. Warte, ich gehe mal kurz Eisen holen. In der Zeit spawnen ja noch ein paar Spinnen. Habe ich Kohle dabei? Nein. Aber da ist ja Kohle. Ist das ja jetzt nicht so schlimm. Die 3 Eisen brauche ich eigentlich noch. So. Noch 1 Minute haben wir, okay. Ja, so. Jetzt habe ich gerade keine. Die Kohle kann da erstmal bleiben. Boah, wir müssen uns unbedingt ein Lager bauen. Oh nein, hier muss ich hin. Wo ist denn der Ofen? Da ist der Ofen. Den kann man hier in die Wand setzen. Hopp und hopp. Der Pisten ist eigentlich nur eine Vorsichtsmaßnahme, damit hier keine Spinnen hochkommen. Ganz gut so. Ist zwar ein bisschen schwerter verbrauchend, aber. Ach, ich hab Hunger. Deswegen. Ich dachte, die kriegen mich gehittet, ey. Ich hab doch hier Fleisch. Warum esse ich das nicht? Wie? Skelettreiter, ich glaub's nicht.
Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Crazy Team.